Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal zu Made of Scare. Das ist ein Horrorspiel. Lange ist es her, dass wir mal wieder uns gegruselt haben und für den Oktober passt es ja perfekt. Und deswegen habe ich mir gedacht, dieses Spiel darf auf meinem Kanal überhaupt nicht fehlen. Deswegen wird es jetzt, ich hoffe, mit wenig Geschrei durchgespielt. Also wer die anderen Let's Plays geguckt hat, weiß, dass ich mich sehr gerne erschrecken lasse. Und auch sehr laut. So, dann würde ich sagen, kurz Graphic, ja. Jojojo, alles gut. Alles gut, dann starten wir das Spiel. Oh, für alle, die sich auf die Atmosphäre und Story konzentrieren wollen, Gegner und Schaden kommen im Spiel nicht vor. Oh, das ist ein Rechtschreibfehler. Manche Gegenstände können nicht erlangt werden, manche Erfolge sind gestört. Nee, so einfach wollen wir es uns nicht machen. Einfach. Der Spieler verfügt über mehr Gesundheit, die Gegner sind schwächer und weniger aggressiv. Es gibt mehr Munition und Heiltränke. Die Gegner sind empfindlicher für Geräusche und reagieren schneller. Munition und Heiltränke sind zwar vorhanden, aber nicht so zahlreich. Die Gegner sind herausfordernd, aber nicht überwältigend. Es kann nur begrenzt gespeichert werden. Die Gegner tauchen früher auf und sind viel stärker. Die Gegner verfolgen den Spieler hartnäckiger. Einfach oder normal? Für Spieler, die neu im Horrorgenre sind und sich eine eher entspannte Spielerfahrung wünschen. Für Spieler, die sich eine herausfordernde und zugleich ausgeglichene Horrorerfahrung wünschen. Empfehlenswerter Schwierigkeitsgrad für die... Ja, wir nehmen normal, oder? Ein bisschen Herausforderung muss ja auch sein. Dearest Thomas, these are not words I wish to write. My father has learned of our plans, my love. Yet there is more, far worse, that I wish you to understand, but I fear you may believe me taken with madness. My father seeks to use me, as I have come to believe he used my poor mother. He wishes me to sing for him as she did, to become the star attraction that will draw good folk to this accursed spit of land. My refusal to do so has led to my confinement here at Scare Hotel. Stop, Scare Island. I cannot explain further, but ask that you trust me. I beseech you to compose a melody for me, a counter to the song contained within this locket of my mother's. I realize this request will seem strange, that your first thought will be to come straight here. But without your composition, all hope of holding back the darkness gathering here will be lost. Your love. Always, Elizabeth. Okay, ich habe mich gerade schon erschrocken. Phonographen für den Spielstand, okay. Ich kann mich nicht bewegen. Okay. Ein Notenblatt, Thomas Evans. Können wir das auch irgendwie... Ah ja, Gott. Warte mal, können wir das so mal... Warte mal. Tastatur, Maus. Das ist ganz komisch mit dem Drehen. Atem anhalten. Ja, okay.
Aber Empfindlichkeit, Y-Achse umkehren. Das ist... Nee, zurück. Ist das jetzt drin? Ja, ist drin, okay. Ah, okay, nein. Das müssen wir wieder zurück machen. Das war's nicht. Okay. Ja, so ist besser. Dann müssen wir damit leben, dass es ganz komisch sich drehen lässt. So, noch ist alles schön. Also, gut, ich glaube, die besten Jahre sind hier vorbei. Eine Tür, die sich entspannt öffnen lässt. Bist du noch in dem anderen Horrorhaus? Wo die so ganz komisch ruckartig aufgegangen ist. So, wir haben ein Musikmedaillon und wir haben ein Notenblatt. Wir können es untersuchen. Achso, ja, okay. Haben wir unsere Tasche? Ganz blöd gefragt. Wäre es nicht sinnvoller, die Sachen auch mitzunehmen? Aber ich kann nichts mitnehmen, okay. Ja, wurscht. Haben zwar Reisetasche gepackt, aber... lass mich raus. Aber egal. Okay. Große Wiedereröffnung. Scare Hotel. Sondervorstellung von Elizabeth Williams, der neuen Maid of Scare. Tochter des berühmten Gesangswunders. Hey, ich habe noch nicht fertig gelesen. Prudence Williams. Genießen Sie die friedliche Ruhe und die Heilwasserquellen von Scare Point. 30. Oktober 1897. Okay, hier ist aber nichts. Wahrscheinlich muss ich da jetzt weiterlaufen. Ich finde es immer noch befremdlich, dass wir unsere Taschen einfach im Zug lassen, als würde der Zug hier stehen und wäre unser Haus oder so. Rennen, oh je. Okay. Scare. Wow, okay, das hätte ich ohne den Hinweis niemals erfahren. Oh, wenn wir rennen, haben wir Herzschlag. Wichtig zu wissen. Wieso habe ich das Gefühl, dass wir diesen Weg nehmen müssen? War das Elizabeth? Vorsicht vor dem Hund. Und wir kommen hier nicht durch. Tschüss, wir kommen leider nicht ins Hotel. Wir gehen wieder.
könnte ja alles total schön aussehen, aber irgendwie ist hier so ein schwammiger Filter drüber, ne? Huch. Oh, da ist der Phonograph. Und damit haben wir gespeichert. Also diese Geräte im Auge behalten. And it was in no small part due to my newfound fame and fortune that we were able to open Scare Hotel and embark on the charitable work, which... Mother? Mother? Darling, can't you see I'm recording? What have I told you? Never to interrupt when the door is closed. I'm sorry, Mother. Well, no harm done. I shall record this again later. But while you're here, my darling, why not sing for me? Of course, Mother. Okay. Ach, Kalon Lan. Das ist von einem Zitat. Bitte was? Ich weiß auch gar nicht, was uns erwartet, ob wir Geister haben, Monster, ob es einfach nur Psycho ist. I don't know. Wobei Atem anhalten schon eine Ansage ist. Huh? Entschuldigung. Entschuldigung. Ist das der Hocker? So, also was ich sagen wollte. Kalon Lan ist aus dem Zitat, was wir gerade gehört haben. Piano. Ich habe früher als Kind mal Klavier gespielt. Und hier sind Noten, die wir spielen können. Das C. Das G. F. A. Und nochmal E. Ich hätte jetzt spontan vermutet, dass wir die Melodie nachspielen sollen. Das würde aber bedeuten, dass man die Noten kennen muss, was man ja nicht immer hat bei den Spielern. Und da die ganze Zeit ein Klavier spielt, glaube ich nicht, dass wir die Melodie spielen müssen. Was haben wir denn? G, 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 F, E, E. Ja gut, D, D, D haben wir gar nicht hier. Und es ist halt 3 bis 4 Noten. Das kriegen wir so nicht hin. Okay, dann gehen wir einfach weiter. Gut. Hallo. Okay, also, wichtiger Hinweis, Türen gehen automatisch wieder zu. Oh, leere Notenblätter. Es dreht sich hier also alles um Musik. Und dieser See sieht nicht gut aus. Also entweder ist das einfach die Reflexion von den Bäumen. Aber seht ihr das, was hier für so ein schwammiger Filter drüber ist? Oder der ist wirklich voller Algen. Und beides ist nicht schön. Das macht das Wasser nicht schön. Ich weiß nicht, ob wir da hinkommen. Haben wir ja erstmal so ein Abenteuer-Survival, bis wir überhaupt ins Hotel kommen. Elizabeth, Elizabeth, wo hast du dich da wieder reingeraten, ne?
Was ist das? Das war ein Schrei, oder? Hä? Ah, jetzt. Okay, also der Vater will, dass die Tochter wieder singt, um das Hotel neu erblühen zu lassen, ja? Das verstehe ich richtig. Ich möchte mal meinen, dass die Tochter allein das hier nicht retten wird, ne? Und das war hoffentlich ein Hund und kein komischer Wolf. Also das Bellen war eindeutig ein Hund. Ich weiß aber nicht, ob das ein Wolf darstellen sollte. Da bin ich immer pingelig und ganz empfindlich bei Wölfen. Please not. Vielleicht ist das einfach nur der Haushund, der uns schon empfangen hat. Mein Gott. Also wer lässt denn seine Besucher bitte auf diesen komischen Weg ins Hotel finden? Da ist das Tor. Huch. Eieiei. Ah, guck mal, da sind die zwei. Mal ganz ehrlich. Also schön, dass sie das Gemäuer mal durchlüften. Aber das reicht halt auch nicht, ne? Jetzt mal ernsthaft. So. Kommen wir hier rein. Ja. Oh, wir können das Tor öffnen, das ist gut. Das würde ich aber jetzt am Ende machen. Ich würde einmal noch kurz da an der Kutsche vorbei, wenn wir überhaupt vorbei dürfen. Ja, Elisabeth. Sing doch mal ein bisschen leiser. Ich weiß, du hast eine schöne Stimme. Ah, fast. Okay, das ist zu unüberwindbar. Da hat jemand seinen Koffer vergessen. Ach, das ist keine Kutsche, das ist so ein Gerät. Also, der Gerät. Das ist ein Auto. Oder? Also hier kann man noch Pferde anspannen. Weil mir fehlt gerade irgendwie der Motor. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass das so eins der ersten Autos gewesen ist. Hm. Kutschautos oder so. Ja, dann machen wir das mal auf. Ja, Elisabeth. Das hört sich an wie, wie heißen die? Mein blödes Goldfischgedächtnis. Die... So, jetzt geht's auf. Das sind keine Meerjungfrauen.
Aber diese anderen Wasserfrauenwesen, die die Schiffe an die Klippen singen und die Leute betören. Ich komme jetzt nicht auf den Begriff. Wie heißen die denn jetzt? Auf jeden Fall so fühle ich mich gerade. Ich laufe jetzt blind hier rein, weil Elizabeth mir einen Brief geschrieben hat und mir hier was ins Ohr trällert. Komm doch einfach raus. Und dann gehen wir. Wir werden nämlich, glaube ich, auch nicht auf deinen Vater treffen. Ich glaube das nicht. Das sieht schon nicht so aus.